Test, 1, 2, 3, bin ich da? Hallo, hi, willkommen. Funktioniert's? Sollte. Okay. Ja, erstmal macht die... Ey, mach der Vermittlung bitte wieder raus. Dankeschön. so, jetzt sollte alles funktionieren. Ja... Musste OBS neu starten, weil... Oh, Kit hat erstes bekommen. Glückwunsch. Ich musste OBS neu starten, weil das irgendwie... Keine Ahnung, die Verbindung kam nicht mal richtig zustande. Hi, Natsu. So, Geheimnisse des Labyrinths. Naja, nee, okay, dann sicher. Ja, du warst die schneller. Ah, erkennt ihr es? Das Potenzial? Hier wird die Fantasie unserer Gäste angeregt, während sie Geschichte hautnah erleben. Die Achterbahn? Wie außergewöhnlich. Die Tunnel sind perfekt für schlingelnde Schienen und verbundene Strukturen. Hallo! Huch! Himmel! Tut mir leid, ich habe euch nicht bemerkt. Eugene und ich haben gerade über den Park gesprochen. Die Stiftung hat hier ursprünglich archäologische Ausgrabungen durchgeführt und gefunden haben sie dabei, naja, nichts. Sie wollten schon aufgeben und weiterziehen, aber als ich die ungewöhnliche Anordnung der gewundenen Kanäle sah, musste ich plötzlich an ein antikes Labyrinth denken. Wisst ihr, in den alten Geschichten heißt es, sie wurden gebaut, um Monster gefangen zu halten und sicherzustellen, dass sie niemals entkommen können. Nur um sicher zu gehen, es gibt hier schon einen Ausgang, oder? Kein Grund zur Sorge, aber lasse meine Hand nicht los, okay? Genau, Yuki, genau so. Natsu, dann müsstest du es wahrscheinlich einfach komplett neu laden, weil ich habe ganz kurz ja den Stream beenden müssen. Nicht mal ich konnte bei OBS auf Stream beenden zwar drücken, aber OBS wollte den Stream nicht beenden. Es war seltsam. Verliere dich in den unterirdischen Tunnel. Okay. Verliere dich in den unterirdischen Tunnel und dem hügeligen Terrain dieser einzigartigen Ausgrabungsstätte. Trotz hoher Kosten und heikler Bauvorschriften erschaffst du ein mythologisches Labyrinth, in dem du Adriana beeindruckst und deine Gäste in den Bann ziehst. Und wehe, das ist dann ein Irrgarten und kein Labyrinth. Ist nicht. Mach die doch auf. Ah, entschuldigt. Hallo Yuki. Hallo Kit. Willkommen. Erstmal die Begrüßungsdieser. So, wir brauchen erstmal Sachen für alles andere. Danke fürs Gesundheit. An sich habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht erst nach dem nächsten Patch spielen wollen würde. Weil die Sachen, die ich gelesen habe, die gepatcht werden sollen, die morgen sind, sind schon relativ wichtig. Allerdings habe ich mir gedacht, wenn wir heute keinen Pool kriegen, ist das nicht ganz so wichtig. Für mich derzeit. Ich will es nicht dahin. Ach, man darf. Oh mein Gott, man darf das Geländer nicht ändern. Okay. Ich laufe beim Einkaufen dazu. Ah,
Okay. Ach so, stimmt. Stimmt, Jürgen, das habe ich ganz vergessen, das ist einzustellen. Emotes. Bitteschön. Kit, was hast du denn damit vor? Ja, das Gelände ist im Weg. Das wird jetzt echt nervig die ganze Zeit wahrscheinlich. Test doch das Schwert. Es schmeckt Quelle. Vertrau mir, Bruder. Was jetzt? Was? Bin nur noch. Nase. Nervt. Sorry. Attraktion und Läden. Läden. Du hast keinen Strom. Nee, wir sind hier nicht hier. Sind wir hier nicht. Wir sind hier nicht bei Zoo Tycoon. Oder... Jurassic World oder... wie heißt das andere? Verdammt! Irgendwas mit Kingdom. Prehistoric Kingdom. Genau das. In Zoo Tycoon gab es... Ja. Gab es auch T-Rex und so. Jetzt nicht im Original Zoo Tycoon, aber in, im DLC von, für Zoo Tycoon, also in einem Addon. Bin mit der fahren. Aber im Planet Zoo gab es nur die... gab es das nicht. Vielleicht bei Planet Zoo 2 dann irgendwann. Genau, Planet Zoo, genau. Nicht so zu. Was sind noch meine Ziele? Eben das Fahrgeschäft. Okay. Gehört mir der gesamte Park? Hier, was darf man nicht machen?
Maximale Höhe, minimale Höhe. Keine Rutschbahn. Darf kein... Es können keine Wege platziert werden. Die Einschränkungen sind etwas seltsam. Ah. Schade, passt nicht da rein. Schuhmäßig. Das ist so der Lieblingspark von Frauen. Hier rein, cool. Das Problem ist nur, wie kriege ich das mit dem Eingang am dämlichsten hin? Das ist ein Gegner mit Crocs, ein Gegner mit Sticker. Gott, Hilfe. Und dann arbeite ich jetzt Stiefel mit Stahlkappen, die sind ganz... Den sollte man nicht zu nahe kommen. Geht 40% KI und Yuki hat genau die Hälfte geschafft. Ah. Ich bin jetzt das Doppelte von Kit. Passt mir schon. Ah, hast du das vorhin eingelöst? Nee, das hat er nicht gemacht. Ich mach das noch. So, was für eine Achterbahn wollen wir denn bauen? Manchmal muss man auch selber einfach einkaufen gehen, ne? Es gibt so viel Achterbahn, das ist heftig. Eine Monorail-Achterbahn, eine Single-Rail. Selber, Kid. Oder frag deinen Butler, von dem du immer wieder sprichst. Thank you.
Okay, wenn du welche hast, wieso sollte man da für dich einkaufen gehen? Er wollte einfach mehr, weil das Licht... Okay, ich verstehe. Vorsorgen, ne? Okay, das ist die maximale Höhe, die man haben darf, alles klar. Ich dachte, du brauchst jetzt... Nee, ich muss ja schon irgendwie auf gewisse Statistiken hier kommen. Versionen. Sollte passen. Da leider nicht mehr. Was ist das im Weg? Würde das gehen? Das würde... Das würde gehen. Anfangs mache ich da noch irgendwas. Gefällt mir noch nicht so. Hier in dem Fall ist, wir haben in der Parkbegrenzung eine maximale Höhe, deswegen 40 Meter hier Maximum. Aber normalerweise ist es halt eben schon sehr, sehr, sehr viel höher, was man bauen kann. Es klappt. Am gestern durchgeschleudert werden. Ja, und die Geräusche dazu noch, ne? Sich auf jeden Fall irgendwie glätten.
Okay, lässt sich nicht glätten. Wo ist... Da. Nee, noch eine... Warte mal. Okay, geht in die richtige Richtung. Der Yuki hat dann Spaß dran. Es würde mir gefallen, wenn das hier nicht so weit in den Boden reingehen würde. Ich glaube, das war der Geldbeutel von Knilz, alles klar. Schon so. WB nahezu 2% unter mir, immerhin. Nee, bitte nicht das ausgleichen, danke. Ah, wohl ein bisschen länger. Halt so.
Sollte es passen. So, sollte es eher passen. Geht's nicht, das haben wir schon herausgefunden. Mal. Ach, warte, ich habe noch nicht die richtige Hunger. Oh, doch, habe ich schon. Alles klar. Ist gut geworden. Jetzt nur noch maximal 50, 1. Okay, das ist immer zu steil. Schade. Sehr schön. Oh, ich hoffe, sollte es schaffen. Ah, wo hat er von der auch geschafft? Ah, wieder der Müllproblem, ich hasse es. Hallo, Jeff. Danke für den Follow, willkommen im System. Ich sehe schon, ach du Scheiße.
Das freut mich, dass du gerne hier bist. Dann haben wir die brauche ich nicht. Die habe ich. So, dann wollen wir mal ein paar Mülleimer hinfahren. Täglich so ab plus minus 14 Uhr. Also 14 Uhr plus minus eine Stunde. Im Schnitt. Ich habe den Park gerade erst angefangen. Das ist ein vorgefertigter. Da müsstest du. Da kann ich nicht die Lorbeeren dafür abfrühstücken. Einzige, was ich gebaut habe, sind die vier Torbögen. Das in der Mitte und die Achterbahn. Okay, und jetzt die Läden hier. Die haben mir auf jeden Fall erstmal was zu tun. Mit sauber machen. Danke fürs Trinken dazu. So. Ich bin noch ein paar mehr Parkbänke. Was würdet ihr eher fahren? Eine Achterbahn für 9 Euro, für 9,17 oder das hier für 12, fast 12 Dollar? Schwierige Entscheidung. Ja, ich würde auch definitiv die Achterbahn fahren. So, wir sind hier weg. Mythologie. Alles klar, Jeff. Und danke, dass du kurzzeitig da warst.
kann ich nicht dahin bauen. So. Das würde gehen. Ist aber wirklich gut geworden. Nicht sehr groß, aber dafür hat eben gute Statistiken. Also die... Ich weiß nicht, wie die Preise manchmal zustande kommen. Ah. Wie viel Prestige hast du hier? Ah, gut. Du wahrscheinlich nicht, ne? Doch mal auf, oder? So tief darf ich nicht bauen. Hat doch was. Ich brauche auf jeden Fall mehr Fahrgeschäfte. Ist nur echt nicht so leicht, jetzt hier irgendwo was hinzubauen, weil ich gefühlt nirgendwo Platz habe. Ah, oh, das ist... Einfach ignorieren, dass es so ist, wie es ist. Mach ich auch schon die ganze Zeit. Ich muss die mal beobachten. Ich will mal wirklich wissen, ob das die ist, die ich denke, die es ist. Und wenn es die ist, die ich denke, die es ist, dann ist es eine... Hieß die im ersten Teil... Oh, die müsste mit... Die müsste Steampunk irgendwas gehießen haben. Steamroller oder so. Oder irgendwie so. Das ist Planet Coaster 2, das will ich nicht. Ich will schon den ersten haben. Es gab erst halt echt nicht so viele, wenn ich es gerade so sehe. Ja, Kettenkarussell, ist okay. Das gibt's.
Komm, zeig mir das, was ich sehen will, Junge. Yuki, lass bitte meine Hilfs-KI in Ruhe. Gears auf 4, so hieß das. Ja, das ist das wirklich. Nur halt eben anders Design, aber trotzdem, Gears of 4 war so gutes Design. Auch von der Optik her und so alles. Ich meine, da. So sah das Feuer aus. Ne? War halt eben vom Design her so, so viel cooler. Naja. Das ist... Hier oben ist es zu hoch. Das war zu nah dran. Schade, dass es nicht von jedem immer so ein Design gibt. Ach, so still auf der linken Seite auf einmal. So viel kostet. Aber auch die. Hoi. Statistiken sind aber auch schon heftig. Das ist zu hoch, ne? Das kann der Länder doch nicht im Weg sein, Junge. Danke. Hat keinen Strom. Das ist nervig, einfach das mit dem Strom nervt einfach nur. Der Park nimmt an Fahrt auf. Wird er deiner Vision gerecht, Adriana? Absolut. Ich könnte ewig dort unten umherwandern und Geschichten aus der Mythologie erzählen.
Oh, gute Idee. Ich hätte gern eine geführte Tour. Wir könnten sie Mino-Touren nennen. Oh Gott. War das ein Scherz, Adriana? Was denn? Traust du mir keine Scherze zu? Ach, Adriana, da hast du ihn ganz schön auf die Hörner genommen. Von wegen. Oswald B. Thompson ist immer auf Zack. Aber wir verlieren die Zeit aus den Augen. Also, weiter geht's. Ja, die Minotouren, ne? Ich bin mal gespannt, wird das hier weggefahren? Sieht zumindest so aus, ne? Ist auf einer Schiene. Tatsächlich. Ach du Scheiße. Okay, schon würde ich damit nicht mehr fahren wollen. Hilfe. Ja, nee. Ich kenne meine Grenzen. So wäre in Ordnung. Aber dieses Drehen um sich selber nochmal? Nee. Genau das dazu. Neue Achterbahn von tiefster Fall 55. Aber darf auch 35 Meter, aber darf nicht 60 km/h überschreiten? Ich meine, ihr könnt mir denken, dass das vielleicht mit der funktioniert. Und wir kommen zurück. 35 Meter. Wir sind hier bei 1 Meter. So, das geht. Alles klar, Jeff. Also ich kann jetzt eine doofe Antwort geben, aber ich kann dir auch eine gute Antwort geben. Welche hättest du denn gerne?
You get it, Ich habe einen PC, der funktioniert. Mein PC ist kein Pre-Build, also der ist erst selbst gebaut, von daher. Ist ein mit Wind. Ja, nee, das ist mir zu. Nee. Nee. Besser wäre es, hätte ich gerade. Ich spiele auf Mac. Nee, hat. Ah. Ich muss doch nur testen, ob das von der Geschwindigkeit her in Ordnung ist. Irgendwann kommt das Geld wieder. Irgendwann. Jeff, wie hast du mich gefunden? Yuki kann nicht lesen? Krass. Wie soll man das machen? Ich bin durch die Kanäle gegangen, die Planet Coaster streamen. Ah, alles klar. Oh, das ist, ja, gut. Dadurch vielleicht? Könnte gut hinkommen. Muss es nur mit der Geschwindigkeit wissen. Oh Gott, Geld. Ich war kurz AFK. Hast du die Map nur von vorne begonnen? Nein. Warum sollte ich die Map von vorne beginnen? Nicht gut. Das ist zu tief einfach immer. So geht's.
Wie soll man denn hier auf einen Miet? Wie hab ich das vorhin geschafft? Das wird zu doof mit der. Ich kann mir vorstellen, wie man das hinkriegen könnte. Aber das ist trotzdem echt doof. Also es wird keine schöne Achterbahn. Sollte mit den beiden funktionieren. Noch. Sollte in Ordnung sein. Zwar mit sowas halt eben. Weißt du was, es wird einfach eine Achterbahn, die nicht geöffnet wird. Also, ne, die nicht ganz zugänglich ist. Das hat die 35 Meter nicht erreicht. Glücklicherweise brauche ich keine anderen Statistiken, außer das, was das Spiel mir da vorgibt. Dann verbinden wir doch mal. Zack. Ja. Jetzt sind wir mittlerweile an der Grenze von nicht genug Strom.
Nach wie vor. Eine Achterbahn zu bauen mit so einem tiefen Fall und so einer geringen Höchstgeschwindigkeit ist keine schöne Sache. Von daher ignoriere ich es einfach. So, und du sollst bis Sit-Down Lab. Achso, der Arcade-Modell. Höhere Szeneriebewertung, das ist kein Problem. Wie hoch muss ich das schießen lassen? Sehr hoch anscheinend. Viel Spaß im Lurk, Yugi. Bist gleich selber am Stream. Sehr schön. Jetzt brauche ich 3000 Gäste. Werbung. Können wir. Lieber auf den... Ich baue hier keinen Pool hin, vergiss es. Dann machen wir nochmal Werbung hoch. Zack. So, was haben wir... Okay, dann haben wir dann Silberziel abgeschlossen. Tada! Du hast ein stärkeres Kraftarmband erhalten, du könntest damit sogar einen Elefanten heben. Ha! Mütter, nehmt euch in Acht, ich kann euch hoch. Ich kann euch hoch. Ja, was denn? Hoch, oder? Kannst du mir verschiedene Bahnen zeigen? Bitteschön. Das ist die... Meinst du mit der Achterbahn fahren? Das können wir machen. Das ist kein Problem. Und das ist die ich gebaut habe.
Wär's mal, wenn du nicht so weit oben wärst. Also ich bin schon sehr stolz drauf, als würde Steam echt... Okay, so einige Sachen, ne? Zum Beispiel das Ende würde ich ein bisschen anders machen. Und das hier noch ein bisschen anpassen. Auch wenn das hier sehr ruckelig aussieht, ist das echt gut zu fahren gewesen, ne? Weil ich muss mich halt eben hier anpassen, ne? Wie das halt eben hier alles ist. Von daher geht es halt eben nicht immer so gut zu machen. Dann bauen wir jetzt mal eine richtige zu drop. Andersherum. Ein Stroh. Ist doch noch da, okay. Warte, hier will ich noch den Laufsteg haben. Jetzt keine mehr. Teure Achterbahn. Erstmal wird auch so gehen. Weiß nicht, warum ich mal versuche. Warum ist das eigentlich? Das sieht so kacke aus. So ist es. Jetzt ist es okay.
Das ist okay, das ist in Ordnung. Das müssen wir glätten, damit es nicht so schrecklich aussieht. Wie kriegen wir das am dämlichsten hin? Sollte hoffentlich funktionieren. Gucken wir doch mal. Nochmal, ich habe nicht hingeguckt. Seht, da habe ich jetzt. Egal, ganz kurz war ich nicht. Nee, das ist definitiv nicht so. So schon eher. Ja. Wie kriegen wir dich jetzt hier echt schlecht raus? Ja.
Seitdem schneit's. Was? Schneit bei mir? Alles klar. Gute Statistiken. Fahrterlebnis? Ja, ist in Ordnung. Wie kommen diese Preise zustande? Ich verstehe. Egal. Bei dir ist es noch zu warm. Ich glaube nicht, dass es hier liegen bleiben wird. Es ist einfach nur schneit, aber es bleibt kein Schnee liegen, höchstwahrscheinlich. Und das mit den Technikern wollen sie auch noch besser machen, dass die früher zu den, wieder gerufen werden wegen der Wartung. Der Patch soll morgen da sein. Ich kann mir überdenken, warum sie es umdesignt haben. Also, ne, dass es halt eben nicht mehr so aussieht, wie es vorher war. Einfach, damit man selber sich einen Style aussuchen kann. Ne, weil so ist es jetzt auch ein Wikinger-Stil. Mit dem anderen hättest du definitiv keinen Wikinger-Stil hingekriegt. Also die haben vieles einfach simpler gemacht, einfach damit man es halt eben dann besser anpassen kann. Versteht das schon? Trotzdem hier 1074. 887. 103. Wieso? Was ist das? Warum? Aiki. Wieso sagt das Spiel automatisch hier 103, aber die Achterbahn, die echt gut ist? Ein Zehntel davon. Jeff, alles gut. Du musst, ne, wenn du nicht da bist, bist du nicht da. Punkt. Du musst dich dafür nicht für irgendwas entschuldigen. Ah. Okay, warum ist deren Stimmung runter? Was ist bei euch los? Oh. Ja, vielleicht habe ich die Toiletten vergessen. Immer haben sie Durst. Hier wird das erstmal gut Geld einnehmen. Ach Gott, die Sauberkeit, ey. Klar, wenn es halt eben so massiv genutzt wird. Jetzt mal halb blind ist dann. Ach ja, Outpost Infinity Siege hat ein Update bekommen. Es gibt einen neuen Turm. Der nennt sich Exterminator. Ich weiß, was ich später spielen werde. Alter, der Name ist schon. Also ich werde es ich werde es wahrscheinlich kurz im Stream zeigen oder so.
Ich hab nämlich keine Ahnung, ob ich vom letzten Stream her bei Outpost Infinity Siege nochmal meine Basis umgebaut habe oder so alles. Also was der Stand ist. Aber kann gut sein, dass ich es gemacht hatte. Komm, fast 3000. Wie sieht Werbung aus? Gib mir meine Gäste. So laufen die so einen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann kein Wunder. Ich hoffe, dass der Stream jetzt nicht wieder abbrechen wird, weil ich gerade das Spiel weiter downloade, das Update. Müssen sage ich, ich muss das Spiel allgemein erstmal downloaden. Nee, schaut stabil aus. Okay, gut. John. Ich werde kein Pulli hinbauen, vergiss. Nee. Einfach nee. Das Problem ist aber wahrscheinlich muss ich, oder? Jeff, warum? Warum lacht man mich aus? Was habe ich getan? Okay. Wieso spawnen hier? Kommen die her? Okay.
klappt alles. Seltsam. Na, keiner will mit dir fahren. Schade. Ja, du passt hier nirgendwo hin. Wahrscheinlich immer jedes Mal über die... Ja. Ist zu groß. Nicht ganz so. Ja, so ist okay. Guckt einfach keiner hin, okay? Wer bist du eigentlich, wenn du das sagen willst? 32. Jetzt. Hä? Aber hier drauf reagieren sie nicht. Immer diese Werbung, schlimm, ne? Bist du jetzt erreichbar? Danke.
Ich werde definitiv die... die Dinger hinzufügen. Jetzt sollte es passen. Immer diese Drängelpartie hier. Flup. Hier kann ich es nicht breiter bauen, richtig. Ach, so geht's. Bisschen. Es gibt Schlimmeres. Wir sinken so ein bisschen im Boden hier. Ah. Mach's gut. Über diese Klumpen wird sich auch noch, wollen sie auch noch was mal gucken. Da gucken sie auf jeden Fall schon mal nochmal drüber. Die Entwickler von Planet Coaster. Ist ja nicht voll genug. Warum habe ich auf einmal nur noch so wenige Gäste? Was ist da los? War dieser lange, lange, lange Weg so gut, dass ich so viele Gäste im Park haben konnte? Weil die nicht mehr rausgekommen sind dadurch dann. Richtig. Was für ein Müll. Das ist wieder dieses Problem, was nicht vorhanden ist. Ah.
Wie kommen diese Einnahmen? Was? Jetzt bin ich sagen, dass die 41.000 eingenommen haben. Nase putzen. So. Ja, jetzt wollen alle raus. Okay. Ist wieder Gästeaustausch. Puh. Danke fürs Gesundheit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schon. Kommt schon. Es wird. Danke. Wow. Der Lärm dieser Achterbahnen klingt wie das schreckliche Gebrüll der tödlichen Ungeheuer, die in den Labyrinthen lauerten. Es ist fast unheimlich. Stimmt, es ist aufregend und erschreckend zugleich. Gut, dass die Monster ausgestorben sind. Sind sie doch, oder? Die unter der Erde? Nein, sie sind vor Jahren entkommen. Tut mir leid, da kann ich nicht ernst bleiben. Nein, es gibt keine mehr. Wir können unsere Arbeit also fortsetzen. Und gab sie höchstwahrscheinlich auch niemals. Okay. Die Parkbewertung ist jetzt einfach nur ja, Attraktionen.
Danke. Nee. Muss er schon definitiv höher. Dass das nicht einen Weg abbricht dort. Gestern war alles wieder super. Heute? Keine Ahnung. Will wieder nicht. Also wenn man mich nicht findet, das tut mir echt leid. Damit würde ich auch niemals fahren. Weißt du was, du gehst da rein und wirst schon ganz nass gespritzt. Die Gäste lieben die labyrinthartige Anlage. Aber ich traue mich da noch nicht drunter. Papalapap, auch du wirst der monströsen Anziehung erliegen. Meine Güte, das waren jetzt schon zwei Witze. Eugene, hat sie Fieber? Es stimmt schon. Euer Humor hat auf mich abgefärbt. Hoffentlich zum Guten. Ich hätte nie zu träumen gewagt, solche Projekte zu übernehmen. Glücklicherweise habe ich euch getroffen. Ja, was für ein Glück. Du bist jetzt quasi ein Ehrenmitglied bei Coast to Coast. Aber wie dem auch sei, es gibt noch einiges zu tun. Ja, die Platin-Medaille. Das ist kein Problem. Es ist jetzt einfach wieder nur das Gleiche. Das ist nur jetzt wieder einfach nur Sachen hinspammen. Und das ist das, was ich dann bei der Kampagne am wenigsten mag. So, im Ganzen ist sie cool gemacht, aber dann, nachdem das Ende ist, immer so... Naja. Hier oben hin war uns sehr schön.
dem Punkt fehlt Strom wieder mal. So hier hinbauen. So, das ist auch irgendeine kleine Sache. Jetzt muss ich noch warten, bis ich Geld habe und dann habe ich es fertig. So, aber dann können wir mal wieder... reichen. Wieso?
Nur einmal da rutschen. Also wirklich, für mehr ist das nicht dieses... Also dafür wollen wir hier zwar über 22 Euro haben, aber dafür... Komm, das schenken wir dir die Hälfte. Ja, bei dem Preis würde ich definitiv auch einfach nichts sagen. Das Ding ist cool. Ich liebe diese kleinen Details, ne? Die Plattform. Es ist diese kleinen Details, die dieses Spiel hat, das ist so super. Hört sich so gut an, es ist so... Oh. Einfach jetzt nur warten. Wie lange geht ein Park? Bis 19 Uhr, bis 20 Uhr? Das ist gar nicht. Ja, nee. Geht bitte die richtigen Wege, das ist mir doch zu anstrengend dann, das immer zu sehen. Ey. Guck doch bei dem Personal wegen Schichtern. Achso, stimmt. 19 Uhr. Also an sich bis. Ja. 8 bis 19 Uhr. Wir sind an sich von 8 bis 20 Uhr sogar, ne? Aber halt um 20 Uhr schließt er. 8 Uhr fängt er an. Also 12 Stunden lang geht der Park. Das heißt, wir haben noch knapp 3 Stunden. Knapp 3 Stunden, um 35.000 zu machen. Danke fürs Gesundheit. Okay, hier ist nichts Besonderes dran. Sollten wir hinkriegen, das mit dem Geld. Und mehr ist es ja dann auch nicht.
Warum? Danke. Ist mir egal, dass sie da durchlaufen. Das ist einfach jetzt nur bessere Wegfindung, die dadurch dann. Jetzt knapp in der Stunde 30.000 gemacht, ne? Und dann 2000. Dann machen wir 16. 1600. 14. Ne, 500. 400. 500. 300. Fertig. Donnerwetter! Genau so hatte ich mir diesen Park von Anfang an vorgestellt. Ich kann euch nicht genug danken. Ich habe endlich den Mut aufgebracht, einmal selbst hinunterzugehen. Es ist wirklich erstaunlich, oder? Allerdings hat irgendein Trottel überall Fäden liegen lassen. Ich habe sie aufgehoben. Nicht, dass uns noch jemand darüber stolpert. Oswald, die sollten uns den Weg nach draußen zeigen. Ah, okay. Ich bin mir sicher, wir werden den Ausgang finden. Und das besser schnell. Es gibt noch mehr Parks, die unser Fachwissen benötigen. Also links lang. Oder rechts? Links. Nein, rechts. Ach, ich bin so durcheinander. Das wird dauern. Einfach immer eine Richtung halten. Immer rechts oder immer links. Dann findet man in den meisten Fällen auch immer den Ausgang oder den Eingang. Aber sehr schön, damit haben wir den nächsten Park abgeschlossen. 2 Stunden. Ja, ja. Was? Okay, ja, ja. Ist in Ordnung. Das heißt, es fehlen nur noch 2 Missionen. Höhen und Tiefen und Achterbahnabgrund. Ich denke mal, dass das eine sehr starke Achterbahn-Map wird und das halt eben eine sehr starke Wasser-Map sein wird. Aber gucken wir doch mal. Auf jeden Fall, das war's mit heute mit Planet Coaster. Ich denke mal, wir gucken noch gleich bei Outpost Infinity Siege rein. Ja, machen wir gleich einfach mal. Okay, dann bis gleich.